Und jetzt sage ich 25 Millionen Dollar. Und auch da liegst du wieder dramatisch zu niedrig. Denn dieses Bild von dem Internetkünstler Beeples mit dem Namen Every Day is the First 5000 Days ist auch bei einem namhaften Auktionshaus versteigert worden, und zwar für Während ich da so auf dieser Dachterrasse saß und auf den See blickte, fing ich dann an, so zu sinnieren. Also es ging dann irgendwie los mit, ach, ne, wie das damals alles losging, und dann die erste Aktie, die man so kaufte. Dann, also mit dieser ganzen, mit diesem ETF-Hype, wo man halt irgendwie am Anfang also auch eine sehr schmale Auswahl hatte, bis man dann jetzt halt mittlerweile also vor so einer großartigen Vielfalt an verschiedenen ETFs, also selbst sowas so wie Themen-ETFs, also haben wir auch immer mal wieder einen hier drin, also in Nischen explizit gut diversifiziert investieren kann und was das alles einfach für eine Entwicklung genommen hat. Also quasi die ganzen Möglichkeiten, Geld anzulegen. Und da ist vieles Spannendes dabei. So, und passend dazu habe ich dann an dem gleichen Abend, als dann die Sonne weggegangen ist, ich bin dann so runtergegangen, sinnierte noch so ein bisschen weiter. Und da lief mir dann ein Artikel über den Weg, wo eine Passage drin gewesen ist, die ich jetzt mal rausgenommen habe, die ich dir gerne vorstellen würde, komplett neutral. Und dann würde ich ganz gerne einfach mal wissen, was genau machst du aus der Aussage, mit der ich dich jetzt gleich konfrontieren werde. Achso, ich dachte, ich müsste jetzt das links-grün versiffte Medium irgendwie identifizieren, wo du das rausgezogen hast. Aber Gott, ist doch noch auf Englisch. Bist du denn des Auch Wahnsinns? noch auf Englisch. Und zwar die Passage, die ich für sehr interessant hielt, sprach da Folgendes: Decentralized Art Collection Platform Pleaser DAO, which owns the image. Also das Image, da geht es um die Original Dodge Meme. Also Die ich weiß nicht, Bilddatei, ja. der da so lehnt. Recently used the platform called Fractional Art to tokenize 16.696.669.996. Es sind 6,9 Milliarden. Okay, also Shares of the NFT. This week, Pleaser DAO auctioned off 20% of these Dollar Dodge ERC20 tokens using SushiSwap's token sales platform, Miso. The auction raised 11.942 WETH, around 45 million, from 1.769 buyers. Herr Strelo, also können Sie irgendwas anfangen mit dem, was da steht? Und wenn ja, könnt oder was? Also irgend so ein Spinner hat wieder so eine digitale Datei, also non-fungible Token irgendwie, auf Plattformen, von denen ich noch nie was gehört habe, in Tokens umgewandelt, versteigert, und sich mit Tokens bezahlen lassen, von denen ich auch noch nie was gehört habe. Von 1000, knapp 800 Leuten, die jetzt irgendwie diese 16,9 Milliarden, nee, 20% davon nur, 20% davon nur haben. Ja, schön, Glückwunsch, sage ich an der Stelle, und frage, zahlen die auch Dividende, und wie sind denn so die Fundamentalwerte? So, weil vielleicht einmal kurz, um das Publikum abzuholen. Also ein NFT, das was für Non-Fungible Token steht, ist im Nachhinein eine eindeutig zuordnebare Datei auf eurem Computer. Also beispielhaft nehmen wir mal eine JPEG-Datei, also ein Foto, was jetzt halt aufgrund von dem Quellcode eindeutig erkennbar und nicht austauschbar ist. Das ist hier wichtig. Also sowas wie ein Bitcoin, da spielt es keine Rolle. Also du hast einen Bitcoin und den tauschst du gegen einen anderen Bitcoin und dann hast du halt wieder einen Bitcoin.
Und bei diesen Non-Fungible Tokens, da gibt es halt quasi diese eine Datei und wenn du die halt quasi gegen eine andere Datei tauschst, hast du halt einfach eine andere Datei. Also die sind eindeutig zuordnebar. Also du kannst Kopien davon erstellen, aber es gibt immer ein Original, weil es ist ja ein digitales Asset. Genau, also man kann sich das also bei so einem Kunstwerk vorstellen. Also du kannst dir ein Picasso wie Herr Strelo an die Wand hängen und es gibt halt einen, der hat das Original. Den gibt es nur einmal, ja. Ich bin gespannt, aber das ist ja auch hier sportliche Höchstleistungen. So, und dann könnten wir aber jetzt theoretisch können wir halt so viele Kunstdrucke davon machen wie möglich und die verkaufen, zum Beispiel als Poster. Aber es gibt nur dieses eine Original und das ist halt quasi, was dieses NFT auf die Blockchain gebracht hat. Also das ist halt quasi dieser Quellcode, der wird dieses Tokenized, das heißt also quasi, der wird auf die Blockchain gezogen mit diesem Code und wer halt quasi einfach diesen Token besitzt, der hat halt quasi das Original von diesem Bild gekauft und besitzt das dann auch. Und die können halt, also jetzt in diesem Fall, das wird dann alles auf der Ethereum-Blockchain dann halt abgehandelt. So, und diese, also jetzt in diesem Beispiel, also wie das jetzt weitergeht. Es gibt da also die Möglichkeit, diese Bilder, in diesem Fall also die Original-Dodge-Meme, dieser Hund, den kann man halt auch noch nehmen und ihnen ganz viele kleine Bilder halt runterbrechen. Dieses Fractionalized auf, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie hieß das, auf Pleaser DAO kannst du bei Fractionalized Art halt quasi aus diesem einen Bild 16 Milliarden kleine Bilder gewinnen, damit halt quasi der Preis für das Originalbild halt nicht so absurd in die Höhe steigt. Dann kannst du halt quasi den kleinen Teil von der Original-Dodge-Meme halt kaufen. So, und diese kleinen Teile, die werden dann halt auch nochmal weiterverkauft, aber bei dieser ganzen Geschichte geht es halt einfach darum, auf Werte zu spekulieren. Also jetzt geht man davon aus, du hast halt quasi dieses Bild und dann kannst du es in der Zukunft, also klar, du kannst natürlich auch also einfach Kunstliebhaber sein und die sammeln, so wie andere Leute sich halt wirklich andere Kunstwerke, also tangible Kunstwerke kaufen und irgendwo hinhängen. Das geht jetzt halt quasi digital und da legen sich auch Leute natürlich so Sammlungen an. In der Hoffnung, begründet, unbegründet, dass das halt quasi in der Zukunft enorm viel wert sein wird, so wie wenn sich vor 100 Jahren mal ein Picasso gekauft hat, das hat ja jetzt auch, was weiß ich, 100.000% an Wert gewonnen. Und vielleicht wird das mit digitaler Kunst auch so funktionieren. So, also das auf jeden Fall zu diesen NFT-Geschichten. Und also jetzt hier war ich dann einfach nur so begeistert davon. Also man muss halt dazu sagen, für diese ERC-20-Token, das ist halt quasi so eine gewisse Art von Kryptowährungen, die das Ganze halt bewegbar machen. Das sind halt die großen Plattformen PancakeSwap. Das ist das, wo ich damals den Ascoin-Score mitgemacht habe. Und halt quasi die andere große davon ist SushiSwap. Und das ist halt quasi, wo die halt bewegt werden. Und ich fand also diese Zusammensetzung von den NFTs, Original-Dodge-Meme, Fractionalized, 16 Milliarden kleine Teile und dann geht das Ding für wie viel weg? Für Unsummen auf jeden Fall. Für 45 Milliarden und vor allem sind ja nur 20%. Das sind ja nur 20% davon, ganz, ganz genau. Ne? Also das ist schon irgendwie krass. Und im Chat kommt auch gerade einer rein, der erste Teil, dem kann ich noch irgendwie folgen. Ich verstehe nur Bahnhof. Jo, geht mir auch so. Ist ja wie eine ganze Zeile Bullshit-Bingo, was man da so lesen konnte. Und er stellt die einzig richtige Frage dazu, kann man die Nummer shorten? Ich wüsste tatsächlich nicht, wie. Also ich glaube, das ist unshortable, weil es natürlich, man ist ja auch schwer, ein Kunstwerk zu shorten. Also die Leute müssen ihr Geld schon selber verbrennen. Man kann jetzt selber davon nicht profitieren, dass andere meinen, dass sie echtes Geld für solche digitalen Besitztümer umwandeln. Ich sag mal, also du könntest es kaufen, aber ich denke, da musst du schon namhaftes kaufen. Das heißt, es wird dich auf jeden Fall sechsstellig kosten, also es wird ein teurer Short. Dann kannst du es natürlich direkt wieder verkaufen, in der Hoffnung, es irgendwann günstiger zurückkaufen zu können, um es zurückzugeben, sollte jemand bereit sein, das zu verleihen. Ja. Vielleicht aber eine gute Geschäftsidee, vielleicht für die Börse Düsseldorf auch, das anzubieten. Ich muss mal drüber nachdenken. Nein. Ja, sprich mal mit dem Dirk. Wenn Dirkes zuguckt, Herr Dirkes, das ist eine gute Idee, glaube ich. Da kann man viel. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Und ich habe aber auch noch was anderes Schönes vorbereitet rund um diese ganze Geschichte. Nämlich, weil wir lange nicht mehr gespielt haben, Herr Strelo, habe ich dir ein Spiel mitgebracht. Und zwar What is the Price? Und zwar habe ich dir dieses Bild mitgebracht. Und das ist ein NFT,
Und der nennt sich Ether Rock. Und ich würde jetzt ganz gerne von dir mal eine realistische Preisschätzung für diese JPEG-Datei, die ich übrigens mit Copy-Paste in diese Präsentation eingeführt habe. Aber es ist nicht das Original. Es ist nur ein Abzug von dem Original Picasso. Okay, also hat wahrscheinlich irgendwas mit Ethereum zu tun im weitesten Sinne. Datei von dem Stein. Hättest du es gerne in Dollar oder in Euro? Ich nehme alle in Dollar. Ganz am Ende brauche ich einen in Pfund. Okay. 8 Millionen Dollar. Da liegst du drüber. Dieser Stein kostet dich nur 253.000 Dollar. Und kaufen hättest du ihn, du hättest ihn ja steigern können auf etherrock.com. Da ist die Domain dann im Preis schon mit drin. Alles gut. Ja, also du bist zu optimistisch. So, dann in der nächsten Runde, Herr Strelo, frage ich dich das hier. Dieses Bild von einem Art-Kollektiv namens CryptoPunks nennt sich A Masked Alien Punk. What's the price? Also gefällt mir optisch schon mal. Den Stein, den fand ich ja wirklich clipartmäßig schlecht. Das ist ja eigentlich schon wieder ganz cool. Jetzt mit Blick auf dass ich davor so da drüber lag, gehe ich jetzt mal irgendwie böse drunter und sage 80.000 Dollar. Da ist natürlich, weil du bist nicht der Einzige auf diesem Planeten, der dieses Bild sieht von einfach so Pixeln, die halt einfach in ein enorm großes Raster eingetragen wurden. Ich sage, Mensch, das ist aber ein sehr schönes Bild von einem maskierten Alien-Punk, weil für diese 80.000 Euro kannst du wahrscheinlich nicht mal den Link dazu öffnen, denn dieses Bild kostet 11,75 Millionen. Und das ist der eigentliche Wahnsinn daran, es wurde versteigert auf Sotheby's. Also es ist nicht irgendwie in so einer shady Plattform irgendwo im Internet für so viel Kohle weggegangen, sondern es wurde für echte Kohle bei Sotheby's versteigert für 11 Millionen. Und man muss an der Stelle sagen, Sotheby's, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem digitalen Quatsch ist, aber die schneiden ja ein Aufgeld drauf auf all die Dinger, die da versteigert werden, ich glaube von 15%. Ja? Also ich weiß, also ist jetzt die Frage, ob das mit oder ohne die Sotheby's-Gebühren sind, aber so als Auktionshaus, zumindest bei diesen fetten Dingern, da ist eine Wahnsinnsmarge drin dafür, dass die da irgendwie den Hammer fallen lassen. Also ich bin beeindruckt. Gut, aber es ist natürlich, also auch gerade diese Auktionshäuser, das sind ja wirklich rare Dinge, die also enorme Werte haben. Und die Möglichkeit, also ich meine, die Position am Markt von Sotheby's ist ja nichts anderes, als die können überhaupt kommen an diese Sachen dran, können die halt versteigern und dementsprechend nicht auch hart abkassieren. Am Ende ist so ein Auktionshaus tatsächlich auch wie eine Börse, also als Betreiber, weil sie bringen halt Angebot und Nachfrage zusammen, ne? Also kuratieren jetzt irgendwie da wahrscheinlich irgendwie den Kunstmarkt und haben die Kontakte zu den Galerien oder zu den Künstlern. Die meisten Künstler lassen sich ja nur über Galerien überhaupt vertreten. Und am Ende wird darüber ein Geschäft gemacht und für die Vermittlung gibt es eine Provision, die, wie ich glaube, ganz ordentlich ist. Also insofern gar nicht so weit weg vom Thema Börse. Ich bin beeindruckt. Du hast wahrscheinlich auch noch was bestimmt dabei. Ich hab noch einen für dich. Und zwar dieses von einem Künstler, der sich Beeples nennt, ist ein Tumblr-Künstler, hat dieses Bild Every Day's the First 5000 Days. What is the price? Also nachdem das erste irgendwie günstig war, das jetzt irgendwie teuer war, glaube ich, dass du jetzt ein noch teureres ausgewählt hast und jetzt sage ich 25 Millionen Dollar. Und auch da liegst du wieder dramatisch zu niedrig. Denn dieses Bild von dem Internetkünstler Beeples mit dem Namen Every Day is the First 5000 Days ist auch bei einem namhaften Auktionshaus versteigert worden. Und zwar für sage und schreibe 69 Millionen bei Christie's. Okay. Und du bekommst die JPEG-Datei. Könnten wir deine Präsentation von Börsenbunch TV vielleicht auch NFT-mäßig auf den Markt schmeißen?
können und werden wir. Die Frage ist natürlich, ob das gekauft wird. Aber von der Idee her, du kannst halt so ziemlich alles über diese Tokenization auf die Blockchain bringen. Und es gibt sogar auch von Nike, gibt es halt, dass du quasi es gibt ja diese limitierten Turnschuhe von Nike und auch die haben also was rausgebracht, wo man halt quasi einen Turnschuh eindeutig identifizierbar machen kann auf der Blockchain, also dass du sogar physische Güter aus der richtigen Welt über diese Tokenization auf die Blockchain bekommen kannst und dann halt quasi wie als NFT diesen Turnschuh dann zusammen halt mit dem Echtzeitzertifikat auf der Blockchain bekommen kannst. Das finde ich ja auch absolut in Ordnung, muss ich sagen. Ja, also dass man wirklich an einem physischen Gut, von mir aus der durchgeschwitzte Turnschuh von Michael Jordan oder eben der physische Picasso oder Gerhard Richter, dass man den quasi als Wert zerlegt in Tokens und eben, weil man sich das den ganzen Gerhard Richter komischerweise nicht leisten kann, dann irgendwie Tokens, also Stücke von diesem echten Gerhard Richter besitzt. Ne, so macht man das ja am Ende bei einer Aktiengesellschaft eigentlich auch. Ne? Die ganze AG ist meistens ein bisschen zu teuer, aber ein paar Aktien von dem Laden kann ich mir ja durchaus leisten und die sind ja auch limitiert. Und das ist für mich alles noch in meiner Logik drin. Aber irgendwie den Unterschied, ob ich die Originaldatei besitze oder ob ich halt die Copy-and-Paste-Version der Datei besitze, in der gleich viele Pixel in der gleichen Anordnung drin sind, das ist für mich was für Liebhaberei. Und das hat nichts mehr mit Einmaligkeit von Kunst oder so zu tun. Also ich bin bei den Dingern raus. Den Gedanken stellen wir nochmal schnell zurück, das besprechen wir gleich nochmal, weil ich habe einen letzten habe ich noch, um das Ganze jetzt nochmal in Relation zu setzen. Also merkt ihr die 69 Millionen at Christie's, denn ich habe auch nochmal einen Klassiker mitgebracht aus einer Welt, die ich dann wieder verstehe. Das ist ein Monet, ja. Ein ganz klassischen Monet. Und das, weil es auf Französisch, deshalb musst du es vorlesen. Le Besson aux Nymphes. So, what is the price? Ja, das ist also der Seerosenteich, glaube ich, heißt das Bild. Impressionisten, glaube ich, Monet. Ist jetzt die Frage, wann das verkauft worden ist. Also ob das in 2008. 2008, da war der Kunstmarkt schon von Russen infiltriert, aber glaube ich noch nicht ganz so wild. Ich würde mal sagen 40 Millionen Dollar. Ach nee, in Pfund. Ich brauche es in Pfund. Den brauche ich in Pfund. 40 Millionen Pfund. Und das ist auf den Kopf genau, Herr Strelo. Aber da merkt man es halt, weißt du, bei dem Digitalen weiß er nicht, wo oben und unten ist, nee. Aber bei der klassischen Kunst mit dem Bild im Hintergrund trifft Herr Strelo die Dinger wie den roten Punkt in der Mitte der Dartscheibe. Dart-Analogie. So, und auch das bei Christie's versteigert worden. Also wie man sieht, also nochmal eine gute 30% obendrauf für die JPEG, während man für 66% des Preises den originalen Monet hätte bekommen und sich in die Wohnung hängen können. Ja, okay, das ist jetzt das Problem. An der Stelle musste ja tatsächlich einer das so auf den Tisch legen. Ist ja die Frage, was macht der Käufer mit den 69 Millionen und seinem NFT, kann der den dann auch unterverkaufen? Also so wie in deinem allerersten Beispiel? Also ich denke mal, also wenn halt, wie schon gesagt, wenn das mit dem einen geht, dann wird es ja mit dem anderen genauso gehen. Ja. Und dann kannst du es auch fractionalisen und es dann halt auch wieder weitergeben und dann läuft es ja wahrscheinlich genauso weiter. Wahrscheinlich auch mit Riesenmargen. Weil das ist ja das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, also da ist jetzt dieser Markt entstanden, der ja auch nichts anderes macht, als eigentlich alles, was halt irgendwie auf die Wertentwicklung von irgendwelchen Dingen spekuliert, die halt Menschen gemacht sind. Ne, also irgendwann haben wir uns dazu entschlossen, es gibt halt Autos, die gefallen uns besser als andere, es gibt Turnschuhe, es gibt Kunstgegenstände, die ja auch, also wenn irgendwann irgendjemand sagt, also der SL aus dem Jahr 1920 ist mir nichts mehr wert, dann wird er auch in vielen Garagen bittere Tränen geweint. Und das ist ja quasi das Gleiche jetzt nur halt für die digitale Welt. Also halt quasi solange wir, wie der Goldpreis oder der Bitcoinpreis, uns halt irgendwie einig sind, dass wir messen diesen Geschichten einen gewissen Wert bei, funktioniert sowas ja auch. Und in dem Fall halt einfach nur für non-fungible Tokens. Ja, interessant. Die Frage, ist das die Zukunft?
Ich meine, ich kann ja bekanntermaßen auch mit Kryptowährungen nicht viel anfangen. Von daher würde ich sagen, lasse doch machen, lasse doch spielen damit. Ich muss mich daran ja nicht beteiligen. Und insofern kann ich das aus der Entfernung halt mir anschauen und mich wundern. Im Chat kam auch schon der Vergleich irgendwie, wie war das nochmal damals mit den Tulpen? Das ist wie mit den Tulpen, ja. Das konnte man ja auch nicht so richtig sagen, nach dem Motto, bloß weil das irgendwie eine zweifach gefärbte Tulpenblüte ergibt, soll diese Tulpenzwiebel damals so viel wert gewesen sein wie ein Stadthaus in Amsterdam. Also auch an der Stelle ganz, ganz schwierig. Damals kamen ja auch so Termingeschäft-Dinge hinzu. Es wurden ja quasi die Zwiebeln schon gehandelt, während sie auf dem Seeweg unterwegs waren in Richtung Amsterdam und haben quasi schon dort mehrfach den Besitzer gewechselt gehabt. Und dann ist der Kahn dann doch irgendwie untergegangen, inklusive der Blumenzwiebeln, die da drauf waren. Das ist natürlich auch eine ganz wilde Zeit gewesen. Ja, vielleicht gehört das irgendwie dazu, dass man ab und zu solche totalen Übertreibungsphasen braucht und entweder etabliert es sich oder im Nachhinein denkt man sich, wie jetzt diese Geschichte mit den Tulpenzwiebeln, was haben die damals eigentlich für ein komisches Zeug geraucht? Tulpen wahrscheinlich. Wahrscheinlich getrocknete Tulpenzwiebeln, ja. Also ich finde es halt einfach, also das in so kurzer Zeit, also ich meine, okay, das gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber also diese Popularität genießt es eigentlich jetzt in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres. Und es ist auch so, es ist, wenn man sich das überlegt, 2021 ein ziemlich wildes Jahr. Also das ging los mit GameStop und AMC mit einer ziemlich wilden Reise. Dann kam dieser absolute Krypto-Bullenmarkt. Dann kamen halt diese ganzen wilden IPOs, wo wir halt auch schon wieder richtig Spaß an Zocker haben. Nebenher waren noch ERC-20-Token, also der ganze Shitcoin-Markt ist dazugekommen. Und jetzt ist halt quasi also diese absoluten 69 Millionen für ein NFT. Also man fragt sich ja schon, was wird im Dezember passieren? Also dieses Jahr wird ja wahrscheinlich noch enorme Überraschung für uns bereithalten. Aber ich glaube, grundsätzlich ist einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt noch eine gewisse Einstiegsbarriere für den kleinen Mann, so wie mich jetzt tatsächlich irgendwie ein NFT zu kaufen. Und ich wüsste auch überhaupt nicht, wie man das spekulieren sollte. Glaube ich, also es ist definitiv was Spannendes. Ich kann mir aber auch eine Preisstabilität schwer vorstellen. Und dann denke ich mir halt auch, sobald irgendjemand 69 Millionen für so ein Bild bezahlt hat, also es wird schon eine Interessenlage geben. Also ich denke mal, es wird ja auch ein milliardenschwerer Markt mittlerweile sein. Ja, das ist auch für mich jetzt genau die spannende Frage. Und wie gesagt, diese digitalisierte Miteigentümerschaft an echten Kunstwerken finde ich total spannend. Gibt es auch für Autos, ist ja auch denkbar für Immobilien beispielsweise. Ich muss mal eben kurz mein Ladegerät. Unterhalte die Leute. Ich bin in einer Minute wieder da. Ich geb mir Mühe. Also Immobilien beispielsweise, ist ein relativ aufwendiger Prozess ja. Man braucht irgendwie einen Notar, das muss ins Grundbuch eingetragen werden. Der Notar verdient sein Geld wertabhängig vom Immobiliendeal, nicht aufwandsabhängig, wie viele Stunden er denn dafür braucht. Wenn man solche komplizierteren Prozesse über eine Blockchain vereinfachen kann, also es ist genauso fälschungssicher und der Eigentumsübergang, gerade bei Immobilien ist das ja auch ein sensibles Thema, wer das schon mal gemacht hat, mit Auflassung und dann tatsächlicher Eintragung ins Grundbuch, das hat ja alles historische Gründe. Das zu vereinfachen, das über eine Blockchain abzubilden, halte ich für absolut intelligent und halte ich auch für die Zukunft. Und auch ob Wertpapiertransaktionen immer noch über eine zentrale Gegenpartei, also den sogenannten CCP, Central Counterparty, laufen müssen oder ob die eben auf einer Blockchain auch gehandelt werden können. Ich denke, da kommt auch noch einiges, weil es die Welt auch um einiges vereinfachen würde. Aber jetzt bei diesen digitalen Kunstwerken, ich kann mir ja tatsächlich noch vorstellen, dass dieser eine NFT von diesem Bild für 69 Millionen Dollar gekauft, wenn der im Ganzen nochmal in 2, 3, 5 Jahren
nochmal versteigert wird, dass dann vielleicht wirklich Begehrlichkeiten im Markt sind. Irgendwelche chinesischen Milliardäre sagen, das wollte ich schon immer mal haben. Und dass der dann das Ding, was halt in diesem Jahr oder wann auch immer das jetzt war, Jay, für 69.000 Dollar verkauft worden ist, dass das Ding in 3 Jahren für 100 Millionen Dollar verkauft wird. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob mein Miteigentumsstückchen im gleichen Umfang im Wert mitwachsen könnte. Im Ganzen macht es für mich Sinn. Wenn ich aber weiß, das ganze Teil ist irgendwie fraktionell verteilt auf Millionen kleine Schnipsel, müssen die alle zustimmen dann, wenn das in die Auktion geht, nochmal das Kunstwerk? Geht das dann irgendwie weg? Wo ist der Markt? Wo ist die Bewertung? Das ist ja der Mechanismus, den wir bei Börse haben. Der Wert eines Unternehmens wird quasi jeden Tag an der Börse neu taxiert. Und in Wirklichkeit ist es eigentlich viel komplizierter, weil nur was gerade an Unternehmensanteilen aus dem Streubesitz aktuell zum Kauf und zum Verkauf angeboten wird, wird hochgerechnet auf den Gesamtwert des Unternehmens. Würde jemand an einem Tag mit einer Order, rein theoretisch irgendwie, 50% aller Siemens-Aktien auf Verkaufen setzen, dann würde der Kurs natürlich einbrechen, weil die Nachfrage in dem Moment, in diesem Umfang gar nicht vorhanden wäre. Macht keiner, keine Sorge. Aber insofern ist es auch da immer nur ein Schein. Und ich weiß nicht, wo der Markt sein soll für diese NFTs. Wenn es genug Verrückte gibt, die das irgendwie hin und her handeln, mag sein. Ich kann mir die Welt so in der Form nicht vorstellen. Und ein wunderbarer Hinweis gerade noch aus dem Chat, und das ist vielleicht tatsächlich nochmal wert nachzugehen, wenn man sich überlegt, wer kauft denn sowas? Damit funktioniert Geldwäsche ganz bestimmt hervorragend. Und das ist in der Tat einer der, glaube ich, kritischsten Punkte, dass ich mit solchen Assets natürlich irgendwie Gelder in den Kreislauf kriegen kann, also waschen kann aus undurchsichtiger Quelle. Von den Wertsteigerungen mal ganz zu schweigen. Ne? Wo ist die Wertschöpfung? Wo ist der klassische mit Händen oder mit Intelligenz oder mit Nachfrage nur generierte Mehrwert von dieser Wertsteigerung? Weil das Erstellen, das ist bei Kunstwerken generell so. Ein Kunstwerk ist natürlich immer mehr wert als die Leinwand und die Farbe, die da drauf ist und die Stunden, die der Künstler da reingesteckt hat. Aber bei den Dingern sehe ich die Wertschöpfung halt irgendwie nicht. Ich bin zu alt für den Scheiß und von daher Beobachterrolle und ich gucke zu. Und Jay, du bist noch jung, kauf dir sowas, leg dir sowas hin. Vielleicht bist du irgendwann mal ein gemachter Mann. Ja, also erstmal machen wir natürlich, sehen wir zu, dass wir die ganzen Börsenbunch-Geschichten auch, also das Original, ich kann mir richtig, dieses allererste Bild, wo wir da dieses Beastie Boys-Ding stibitzt haben, das könnte ich mir als 100 Millionen NFT noch vorstellen. Aber von der Idee ist es natürlich halt auch, also quasi so eine Sphäre, die jetzt halt quasi über dieser Kryptowelt noch on top entsteht. Das ist halt quasi, also nicht nur als Wertspeicher, wenn das halt stabil bleiben sollte. Also, dass man natürlich grundsätzlich, also selbst wenn die Anzahl der Bitcoins halt limitiert ist, ist natürlich, aber wenn es halt Kunstwerke gibt, die ein Vielfaches wert sind und halt quasi auch einfach aus dieser Welt der Kryptografie halt damit bewertet werden, dass das natürlich halt auch eine unglaubliche Möglichkeit ist, den Kryptomarkt halt gen unendlich aufzublähen. Wenn man sich halt einig bleibt, also in dem Fall ist es klar, alles Ethereum, aber ne, also quasi, dass man halt auf der Ethereum-Blockchain neben den also bewegbaren Ethereum-Coins halt dann auf einmal diese Kunstwerke einspeist, die dann halt einfach Tausende von ETH halt wert sein können und in irgendeiner Form wertstabil bleiben. Also, also auch dafür wäre es natürlich halt eine Funktion. Oder ja. hat es auch irgendwie einen Mehrwert? Aber ich werde das Gefühl irgendwie nicht los, dass halt doch sehr, sehr viel Geld im Markt im Moment unterwegs ist und rotiert und man schon gar nicht weiß, wo das irgendwie noch hinführen soll. Also Liquidität scheint ja da zu sein. Nicht nur, dass die Kurse von Unternehmen hochgehen für Geschäftsmodelle, die sich erst noch beweisen müssen, sondern eben auch für solche Sachen. Finde ich eine interessante Zeit, die wir da gerade mitmachen. Die EZB hat da irgendwie Mitschuld dran, habe ich den Eindruck.
Wow, jetzt schiebst du der EZB in die Schuhe. Das ist nicht gerecht von dir. Die armen Leute versuchen doch nur den Markt zu stabilisieren. Die sind doch auch nur an unserem Wohlstand interessiert. Ist klar. Ja, nein, also, aber ich, also auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Also jetzt auch mit Hinblick auf diese Thematik jetzt für diese Folge und halt dieser einen Passage, über die ich halt wirklich begeistert gewesen bin. Also all diese tollen Wörter von irgendwie und es ist, ne, also mehr wert als der deutsche Mittelstand wahrscheinlich. In Summe ist die Sushi-Swaps, die halt WERC-Token fractionalisen, um dann halt quasi einfach das Foto von einem Hund, der auf einem Tresen lehnt, in 16 Milliarden Teile runterzubringen. Und es ist, ja, also wenn man es halt in Relation setzen möchte, ist es also unbegreiflich. Aber so Angebot und Nachfrage, wie überall anders auch, also führen hier halt einfach wirklich zu... Ich kann dir nicht mal sagen, ob es halt Anormalitäten im Markt sind oder ob es halt einfach nur der Lauf der Dinge ist. Wollen wir mal hoffen, dass die Künstler, die das Ding erstellt haben, was davon bekommen und das ordentlich auch in die Künstlersozialkasse abführen, ihre Gewinne, also anteilig halt, dann ist doch auch der Branche geholfen. Ja, also dieser Beeple-Typ, der das teuerste verkauft hat, so, also der hat auch also eine ganze Menge noch andere für hohe Millionenbeträge verkauft. Und da gibt es ja auch viele, es gibt ja Leute, die verkaufen halt Tweets. Jack Dorsey hat, glaube ich, seinen ersten Tweet auf Twitter für eine ordentliche Mark. Limbiskit verkauft seine Musik. Und ja, also sowas finde ich auch irgendwie noch witzig, so nach dem Motto, wenn er irgendwie ne, das Windows-Jingle von Windows 95 im Original irgendwie die Tonbandaufnahme hast oder sowas. Das kann ja unter Liebhabern tatsächlich sehr, sehr viel wert sein. Oder was weiß ich, das Beatles-Album in der Erstpressung und die blaue Mauritius oder was auch immer. Na, aber wenn die Dinger natürlich in irgendeiner Form, und das ist, glaube ich, jetzt der dünne Pfad, auf dem man sich bewegt, der kann ja unendlich viel davon produzieren, wenn er möchte. Nicht das Gleiche, aber Ähnliches. Ja? Das ist es. Du hast nie das Original. Ja, nee, aber jetzt so nach dem Motto, wenn das funktioniert, ne, da kann ich ja irgendwie in dem gleichen Stil weitere Dinge machen. Wenn du und ich das versuchen würdest, würden wir dafür kein Geld erlösen, bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn das überreizt wird, auch an der Stelle, Angebot und Nachfrage, ganz klassisch, dann kann auch so ein Markt ganz schnell zusammenbrechen. Dann sind wir bei den Tulpenzwiebeln. Ja, ja, aber ich meine, im Nachhinein, das Spannende ist ja eigentlich, es läuft ja analog, also auch gerade bei diesen Bildern, zu dem Kunstmarkt, so wie wir ihn kennen, der aber halt überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Ne, also wenn halt quasi das Monet-Bild für 40 Millionen Pfund weggeht, dann sagen alle so, oh ja, ist ja aber auch ein Monet. Und ne, wie ich schon gesagt, den Abzug kann ich mir auch, den kann ich mir bei poster.de bestellen, dann hänge ich mir das auch bei mir auf. Aber es gibt nur einen, der das Ding halt in seinem Wohnzimmer hängen hat. Und das ist natürlich halt was schon enorm wertstabil ist. Übrigens wie der Goldpreis auch, wenn wir halt alle sagen, uns ist das Bild von Monet eine ganze Menge wert. Aber auch zu der Zeit von Monet wird es bestimmt eine ganze Menge Künstler gegeben haben, die halt einfach eine ganze Menge Bilder gemalt haben, die niemanden interessiert haben, die auch am laufenden Band versucht haben, den Markt halt zu fluten, zu überreizen und zum Zusammenbruch zu bringen. Aber halt am Ende kristallisiert sich halt irgendwas raus und ich kann mir vorstellen, das Beeple-Bild für 70 Millionen, dass das natürlich was ist, was die Zeit überdauern könnte, plus minus. Und ob der Cyberpunk oder der, wie auch immer, der Kryptopunk am Ende durchkommt. Ich meine, wie schon gesagt, der ist halt auch für hohe Millionenbeträge weggegangen. Aber ob das wertstabil ist, mehr. Aber es wird bestimmt, also auf dieser Grundlage, wenn man da jetzt ein Händchen für hat, weil wahrscheinlich in der Zeit, als Monet gemalt hat, das ist ja bei den meisten so gewesen. Wie hieß nochmal der sich das, oh. Vincent van Gogh. Van Gogh. Ne, der ist doch auch, also arm verstorben. Ne? Und wahrscheinlich nicht, weil ihm zu Lebzeiten halt mehrere Millionen, wo auch immer, was die Währung gewesen ist, in dieser Zeit angeboten haben. Gulden dürften es gewesen sein, ja. Ihm Gulden angeboten haben. Guck mal, das hätte ich jetzt schon, ich habe jetzt tatsächlich lange, lange überlegt, aber mir ist von diesen alten Währungen wäre mir nur Schilling und D-Mark noch eingefallen. Ja, ne, und das ist hier wahrscheinlich ähnlich. Ne? Also es ist jetzt, die Frage ist ja die, ist das jetzt halt quasi, also wenn der Markt jetzt ein bisschen abgekühlt ist, für die Cleveren eine Chance, lange vor der Zeit den Van Gogh zu kaufen? Wenn man, aber wie will man das machen? Am Ende, glaube ich, ist es was für Liebhaber. Ich denke, es lohnt sich enorm, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen, weil ich glaube, da kann eine ganze Menge kommen. Und ich sage Bescheid, sobald ich mal ein NFT gekauft habe. Vielleicht gönne ich uns mal einen Börsenbunch
Das ist ein NFT und dann gucken wir einfach mal, beobachten das hier, parallel zur Sendung. Ja, ich glaube, es ist wie bei vielen anderen Systemen, ob das ein guter Strukturvertrieb oder ein Ponzi-Scheme ist. Ne? Am Anfang, wer am Anfang dabei ist, der macht das Geld. Und an der Stelle wollen sicherlich jetzt viele am Anfang auch dabei sein. Mal gucken, wo es uns hinführt. Aber interessanter Einblick, schönen Dank. Hatte ich mich noch nicht wirklich mit beschäftigt, nur natürlich mitbekommen, dass es das gibt.